Ei, gute Wie, grüß euch von der Hof Bergmann 14 im LS22. Und ja, umgezogen, gefrühstückt und so weiter, alles erledigt. Jetzt können wir hier erstmal den Anhänger und das Auto wieder wegfahren. Und ja, mir ist auch noch eingefallen, Pferdchen reiten muss ich ja heute eigentlich dann auch wieder, aber das muss ja nicht zwingend jetzt früh morgens sein. Das kann man auch zwischendrin dann irgendwann mal machen. So, was mich natürlich mal noch interessiert, das werden wir dann mal noch gucken, ist inwieweit sich gegebenenfalls die Gesundheit schon bei den Pferden jetzt weiter verbessert hat. Denn das geht ja bei denen ein bisschen langsamer. Die anderen Tiere sind alle schon bei 100. Die Pferdle noch nicht. Was haben die jetzt? Aber naja, guck mal, 66% sind sie jetzt auch schon. Also es geht langsam aber sicher voran. Das ist doch schön. Fitness 25% ist auch schön. Tägliches Reiten waren wir heute natürlich noch nicht. Ja, nach dem Reiten tun wir sauber machen. Dann passt das alles. Gut, 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 gut. So. Das Hofladen läuft. So, dann ab auf den Träger. Und ja, dann fahren wir erstmal hier eine Fuhre Heu, denn das ist ja über Nacht alles ordentlich getrocknet. Direkt mal rüber in die Futtermischstation. So, komme ich so dran oder muss ich quer drunter? Oder kann ich den vielleicht gar nicht von oben befüllen? Wäre auch noch möglich, dass wir den anderen Anhänger brauchen. Oh, der hier geht wohl nicht. Der hier geht wohl nicht. Ach, das ist natürlich ärgerlich. Da habe ich nämlich jetzt gedacht, wir könnten das damit schnell rüberfahren und dann direkt zum Gras weiter. Naja, dann müssen wir halt den da nehmen. Aber hier wäre natürlich irgendwann mal die Frage, ob man sich, weil ist natürlich ein bisschen günstiger als die größeren Anhänger, ob man sich hiervon vielleicht irgendwann mal noch einen zweiten holt. Denn gerade auch wenn ich mit dem jetzt anfange, dann Futter in den Stall zu fahren, dann ist der vielleicht auch nicht immer leer, wenn wir den leer brauchen. Deswegen, da müssen wir mal schauen. Oder halt eben dann für das Futter irgendwie was anderes. Das, ich meine, müssen wir halt auch mal gucken, wie viel Futter wir dann tatsächlich täglich zu den Kühen rüberfahren müssen. Gegebenenfalls reicht da ja auch ein ganz kleiner Anhänger. Aber ich vermute, es werden schon ein paar Liter sein. Weil da hatte ich mir jetzt zwischen der Folge auch noch überlegt, weil ich ja in der letzten Folge wegen Elektro, Traktor und so noch philosophiert habe. Der kleine Elektrotraktor als Hoftraktor wäre tatsächlich gar nicht so verkehrt, weil mit dem könnte ich ja dann zum Beispiel auch die Milch zur Käse- und Buttererstellung nach hinten fahren. Dann halt auch hier mit so einem Fass und würde dann dort an Ort und, also zumindest was Butter werden soll, müsste ich dann dort an Ort und Stelle natürlich nochmal umladen. Aber da würde schon einiges wieder mitgehen. Und kann damit dann auch schön die fertige Butter und den fertigen Käse dann Richtung Hofladen bringen und sowas. Übrigens, das, was wir heute produzieren dort, das werden wir dann halt morgen erst verkaufen. So dass man halt jeden Tag quasi das, was am Vortag produziert wurde, dann rüberbringen. So. Meine 20.000 passt in die Mischanlage rein. Das wären 3 Anhänger. Dann einen 4. fangen wir gar nicht erst an. Der würde nämlich nicht leer werden. Und dann gucken wir mal, wie viel Silage wir da unten schon fertig haben. Es wird... Ich glaube nicht, dass es schon ein ganzer Anhänger voll ist, aber so viel wie wir haben, können wir hier schon verarbeiten. Da ist jeder Liter nützlich. Siehst du, ich wollte mal gucken noch. Wird hier Kompost mit aufgeführt? Können wir den irgendwo wegbringen? Kompost. Beim Raiffeisenmarkt können wir den wohl auch verkaufen. Okay. Also könnte ich den Kompost, den ich in dem Kompostfahrsilo, nenne ich es jetzt mal, hergestellt habe, könnte ich bei der Raiffeisen verkaufen. Denn den brauche ich ja erstmal nicht. Das klingt gar nicht so schlecht. Ich hatte bei den Kühen war ja noch ein Minimalrest, das waren irgendwie noch so 100 Liter oder so, war dort noch an Mist drin, die habe ich auch noch rausgeholt, die habe ich aber dann nicht zum Garten gefahren, sondern nur auf die Mistkaut gekippt. Hauptsache es ist weg. So. Dann könnte ich ja den Anhänger hier drüben erstmal stehen lassen. Denn den brauche ich ja dann auch zum Futter rüberbringen. Könnte ich nämlich jetzt eben schnell quasi... Oder warte mal, bevor wir hier jetzt einfüllen, will ich hier mal noch... Ich will da mal noch ein Bildchen machen. Aber ohne diese hässlichen blauen Dinger da. So. Ah, ja, so sieht doch ganz hübsch aus. Zack. Ja, dann können wir nämlich gerade hier Wasser... Ich weiß nicht, wie schnell sich das Fass füllt, aber dann könnten wir es zumindest schon mal an den Brunnen fahren und schon mal volllaufen lassen. Wenn es sich schnell befüllt, dann können wir es natürlich auch gleich an den Gartenzaun mit rüber. Und ey, wir kriegen sogar doch schon einen ganzen Anhänger voll mit Silage. Ja, geil. So, dann mal her mit dem guten Zeug. Gucken wir mal, ob unser Kompost fahrfest ist. Ne, wir können sogar hier so ein bisschen dran vorbeifahren. Also ob ich den jetzt diesen Monat dann halt verkaufe, weiß ich noch nicht. Denn wir haben diesen Monat, ich würde gerne die Saat diesen Monat schon auf den Acker rausbringen. Also wir haben diesen Monat auf jeden Fall noch ordentlich zu tun. Wir müssen ja die Felder, habe ich ja festgestellt, die müssen wir noch kalken. Da müssen wir uns auch noch Kalk kaufen. Und ja, dann halt... Dann das ausbringen, dann den Acker, ja, dann könnte man gleich die erste Düngung vielleicht noch machen. Dann müssen wir grubbern und dann können wir mit der Saatmaschine drauf. Und dann würde ich sagen, im nächsten Monat ist dann Striegeln und das zweite Düngen. Dann hätten wir bis zur Ernte den Ruhe. Nicht darüber. Kommt man jetzt noch da? Ja, jetzt, ne, das ist so zu stark. Ich habe ein bisschen mehr eingelenkt, weil ich ja jetzt nicht am Pfosten kleben bleiben wollte, aber war dann doch zu viel. Na, guck mal, das sieht doch an sich gar nicht so verkehrt aus. Ziehen unser Gespann hier nochmal ein bisschen gerade. Jetzt nur noch nach hinten. Ah, ein bisschen rüberlenken müssen wir. So. Ah, jetzt der letzte Meter knickt da nochmal. So. Ach, gucke mal. Och. Ich weiß nicht, ob das an dem Traktor hier liegt, weil der vielleicht, der hat ja einen relativ kleinen Wendekreis. Die Achse, der Achsabstand ist recht kurz. Oder warum das, oder liegt das an dem Anhänger? Das funktioniert bei mir sonst nie so gut. Das war ja in der letzten Folge auch schon, wie ich den rückwärts in der letzten Folge, am letzten In-Game-Tag, als ich ihn rückwärts in die Garage gestellt habe. Das ging ja auch erstaunlich gut. Und lass mal noch gerade gucken hier. Pferde, wie sieht es denn mit dem Wasser aus? Na, die haben noch das da. Da machen wir heute noch nichts. Nee, 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 nee. Für die 5 Liter. Da machen wir heute noch nichts. So, Klappe auf, Befüllung starten. Ja, das dauert eine ganze Weile. Der befüllt auch weiter, wenn er abgehangen ist. Gut, dann lassen wir das jetzt da in aller Ruhe erstmal volllaufen. Und in der Zeit können wir schon wieder was anderes machen. Das ist ja, wie gesagt, der Vorteil dadurch, dass wir uns das Handfass da voll mit rübergenommen haben, dass wir hier jetzt gar nicht diese große Eile haben. Und wir haben ja befüllt Produktionen. Dann müssten wir jetzt auch mal noch einschalten. Hier. Und zwar dieses Rezept und nicht das hier, denn dort bräuchten wir Mineralfutter, das haben wir ja nicht drin. So, nehmen wir das hier, aktivieren. Wie gesagt, ist relativ teuer, aber ihr seht, die Anlage schafft auch sehr schnell. Da die ersten 38 Liter haben wir schon, 94 Liter, also die rattert schnell durch. Und somit halt immer nur aktivieren, wenn er sie braucht. Wenn sie wirklich mischen soll. Dann kommt das auch nicht so übelst teuer am Ende des Tages. So, dann gucken wir mal. Wie sieht denn unser Gras aus? Ist es noch da oder ist es geklaut worden über Nacht? Hier drüben, das gehört uns, glaube ich, noch nicht, ne? Jetzt hätten wir da natürlich... Gut, dieses Jahr werde ich mir maximal noch 2 Katzen. Ansonsten werde ich mir dieses Jahr keine Tiere holen. Wobei ich auch mit den Katzen noch so ein bisschen am Überlegen bin, das erst nach dem Winter zu tun. Denn wir müssen uns da ja auf jeden Fall Katzenfutter dann noch kaufen. Und ja, dann läppert sich das schon wieder so. Je nachdem, wie der Hofladen läuft, vielleicht dann auch erst nächstes Jahr. So, Berufsverkehr hier. Hier ist ja richtig... Na, du musst jetzt warten. Ich bin jetzt schon hier auf der Kreuzung drauf. Hier ist ja richtig was los. Uiuiuiui. Ich sehe gerade, der Traktor hat sogar schon 117 Kilometer. Da sag mal einer, mit diesen kleinen alten Traktoren macht man doch eh nicht viel. Ne? Wenn man nur so einen hat, schon. 9 Stunden schon drauf gesessen. Und ja, noch geht die Radnabe. Noch flattert sie nicht. So, ich weiß jetzt natürlich nicht mehr genau, wo ich aufgehört hatte. Waren wir mit der Bahn? Ja, wahrscheinlich nicht glatt aufgehört. Irgendwo müsste dann... Irgendwo müsste eine angebrochene Bahn oder sowas sein. Oder waren wir noch im Vorgewende? Ich glaube, wir waren sogar noch im Vorgewende, ne? Komm, wir fahren jetzt einfach hier mal das Vorgewende in die Richtung. Ja, Gras hat schon wieder angefangen zu wachsen. Was zwar natürlich auf der einen Seite sehr, sehr schön ist. Was haben wir jetzt hier? Wachstumsphase 2 von 3. Ja, das ist natürlich schon nice. Das heißt, wir könnten rein theoretisch nächsten Monat sogar schon wieder mähen. Das war da vorm Winter nochmal drüber. Aber ja, wie gesagt, da brauche ich ein anderes Mähwerk. Und es ist jetzt nicht gedüngt und ich will hier keinen Dünger drauf werfen. Ich möchte das durch Striegeln düngen. Das heißt, wir fahren jetzt hier dann trotzdem mit dem Striegel drüber und da setzen wir uns aber das Gras möglicherweise zurück. Wieder in Wachstumsphase 1 von 3. Aber ja, wir haben ja auch erstmal jetzt genug. Hier kam ja kräftig was raus, deswegen das macht nichts. Kann halt jetzt natürlich sein, dass wir irgendwo Kleinigkeiten liegen lassen, weil wir sie halt nicht so gut sehen. Und Striegeln hier ist sowieso nicht verkehrt. Wir sehen ja, hier kommt auch Unkraut zwischendrin hoch. Deswegen wäre das ja sowieso von Vorteil. So, dann den hier. Ja, würde ich sagen, packe ich dann wieder in die Heutrocknung. Dann hat die wieder was zu tun. Die Kompostierung, die ist ja erst angeworfen worden. Also die hat ja noch ein klein bisschen was zu tun. Aber dann haben wir da wieder. Und ich habe dann zwischen den Folgen jetzt, damit wir hier nicht 300 Folgen mit Gras holen, habe ich dann zwischen den Folgen ein bisschen was zu tun, dass ich hier mal ein bisschen das Gras dann Richtung Hof bringe. So, aber ja, es bleibt halt am Anfang nicht aus. Kleiner Ladewagen, 8,5 Liter, aber ja, 8.500 Liter, so natürlich. Aber ja. Was Größeres kriegen wir mit dem hier wahrscheinlich dann nur noch schwer. A, vom Gewicht hebt es uns dann wahrscheinlich die Vorderachse hoch und B, generell die Frage, ob die PS da dann noch ausreichen würden. Und der Kontostand würde vermutlich sowieso nicht reichen für was anderes. Das wird schon teuer genug nächstes Jahr mit dem neuen Mähwerk, aber ja, das wird auf jeden Fall notwendig. Da ist jeder Zentimeter mehr als Gold wert. Das war schon leichte Qual. Ansonsten müsste ich das dann quasi, keine Ahnung, vom Helfer mähen lassen. Ist halt die Frage, wie gut der das hinkriegt. Ich bin nur neulich im Stream... hatten wir das Thema hier von der Hof Bergmann, wie ich hier am Mähen war, und da sind wir auf die Idee mit dem Handmäher gekommen. Das wäre ja vielleicht auch noch eine Möglichkeit hier vom Hay and Forage, da war doch ein guter Mäher dabei, dass wir den nehmen. Das ist zwar natürlich bei der Feldgröße auch schon ein bisschen Fahrerei, aber der hat ordentliche Arbeitsbreite. Das wäre dann nämlich... Wäre das der hier. Mit Mähwerk, aber da sehen wir halt 33.500. Als Schwader ist er günstiger. Nee, als Schwader ist er sogar noch teurer. 36.000. Ich dachte, es wäre andersrum, als Schwader günstiger. Aber ja, es ist halt heftig. Klar, wenn man ihn für beides nimmt, hätten wir quasi 33,5 plus nochmal 12.500. Und dann hätten wir beide Varianten und bauen den immer wieder um. Nur, ja, zum Umbauen, das wäre am Hof. Da müssen man jedes Mal zum Hof fahren oder zum Händler. Dort umbauen und dann wieder hoch. Ist halt auch generell die Frage. Wenn ich den so oben an der Wiese stehen lassen, ja, dann haben wir den nicht lang. Dann kriegt er Beine und ist weg. Also da müssten wir den eh irgendwie wieder heimtransportieren. Da bräuchten wir also da noch was. Also, ne. Ich würde sagen, es wird doch eher hier so in der Richtung. 20.500 ist voll okay. Dadurch, dass der Mäher hinten auf den Reifen läuft, haben wir vorne nicht so viel Stützlast, sollte unser Traktor packen. Ich denke, es wird das hier. Es wird wahrscheinlich das hier. 85 PS. Der Traktor hat, wenn ich mich recht erinnere, 140. Kann das sein? Ja, 140 PS. Also das kriegt er hin. Da wird es das werden. Gut, aber für heute wird das erstmal nichts mehr, denn wir machen hier Folgenende. Vergesst natürlich nicht, Daumen, Kommentar und, falls ihr noch nicht habt, abonnieren. Erstaunlich viele meiner Zuschauer sind noch keine Abonnenten. Und ja, dann sehen wir uns morgen wieder. Bis dahin, alles Gute und ciao, ciao.